Und damit Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. Und ja, wir sind jetzt halt in dem Hauptgarten, in dem normalen Garten und müssen uns gegen diese Zombie-Horde wehren. Wir sehen hier Schwimmreifen-Zombie, die kommen jetzt auch. Und ja, los geht's. Wir ziehen so einen schönen Pool in der Mitte. Und ja. Schau mal, wo die Zombies als erstes zuschlagen wollen. Und tschüss. Auf jeden Fall ein Zombie weniger. So, die Zombies dürften jetzt erstmal... Ja, bis das tot ist, kommt eh kein neues. Derzeit kann ich ja 4 neue Sonnen sammeln. Hoffe ich mal. Ach ja, gut. Damit hat sich die Frage dann erledigt. Und wie man jetzt hier sieht, dort kannst du nichts pflanzen. Das heißt, man muss wirklich erst dieses Seerosenblatt setzen, um danach irgendeine Kanone darauf zu setzen oder irgendwas anderes. Komm, eine Sonne brauche ich noch. Danke. Die Reihe Viecher hier steht. Jetzt kann ich hier im Wasser aufbauen. Denn zum Glück kommen die Wasserzombies immer relativ spät. Das heißt, man kann hier ganz in Ruhe das ein bisschen vernachlässigen, die Wasserfläche. Aber man sollte dann doch irgendwann mal da was gepflanzt haben. Denn jetzt kommt zum Beispiel so ein Schwimmzombie. Jetzt einfach ins Wasser und wartet darauf, dass die Pflanzen hier verspeisen kann. Und geht dann sang- und klanglos runter. Und jetzt kann meinetwegen auch die letzte Welle kommen. Es gibt übrigens einen kleinen Trick, oder jetzt bei der letzten Welle tauchen hier liebend gerne Zombies einfach so im Pool auf. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon machen. Nein, doch, da sind sie. Die haben da einfach eiskalt gewartet, bis man sie wegwäschen kann. Das war's. Und damit kriegen wir den Matschkürbis.
zermatscht Zombies. Ja. Wir haben hier unseren allen bekannten, das Zeitungszombie, den Footballer, den Eimerkerl sowieso. Und ja, ansonsten eigentlich nichts Besonderes. Ja, wie man sieht hier, der Matschkürbis muss sich auch am Anfang erst komplett aufladen. Was leider ein wenig lange dauert. Aber kein Problem. Juhu, Zombies! Ich brauche noch eine Sonne. So. Das Zombie lebt nicht mehr. Das kann man jetzt getrost abschreiben. Da kommt schon der nächste. Aber auch das hat keine Chance, hier irgendwie über meine Blumenabwehr zum Ober zu kommen. Ups. Noch eine Sonne, damit ich hier irgendwie blocken kann noch. Danke. So. Damit ist die Verteidigung dann aufgebaut. So halb. Das Zombie macht einem immer ein bisschen Probleme, auch am Tag. Beziehungsweise vor allem am Tag. Und stopp. Zombie-Matsch. Und das war halt der Matschkürbis im Einsatz. Ein Selbstmordattentäter. Der seinen Spaß dran hat, in die Luft zu gehen. Oh oh, gleich kommt die erste Welle. Oh, was ist das? Minispiele, ja! Mist, ich dachte, der schießt auch nach hinten. Falsch gedacht. Hui, war aber knapp. So, jetzt können sie kommen. Ich habe 10 Euro verloren. Schade. Ja, der gehört dem dem Matschkürbis. Rums.
hier auf dem Wasser ist übrigens sehr wichtig, dass man hier diese Walnüsse stehen hat. Denn im Wasser tauchen hier in dem Bereich bis maximal zu den Walnüssen, meine ich, tauchen in der großen Welle die Zombies auf. Und das ist dann natürlich besonders ärgerlich. Ah, nee, ich hätte so weiter hinten pflanzen müssen. Schade. Ist natürlich ärgerlich, wenn man jetzt zum Beispiel die Walnüsse hier pflanzt und die Zombies, die dann hier auftauchen, hier spawnen. Das ist natürlich dann immer doof. Das gab ein Zombie-Gemetzel. So, Zombies können antreten. Auch übrigens eine recht lustige Methode, um Zombies loszuwerden. Platsch! Weg ist es. Einfach mal döppen. So, jetzt haben wir den Triplinator. Verschießt Erbsen in 3 Reihen. Und da ist mein Hass-Zombie. Schnorchel-Zombie. Grauenvolle Biester. Das und das. So. Los geht's. Ich werde schon ganz unruhig. Wann sind die Zombies da? Ah, da ist es. Juhu. Und tschüss. Und wieder eine Doppelwelle. Juhu. Das freut mich ja dann immer besonders. Tja, jetzt bräuchte ich eine Sonne. Na also. Ich denke mal, ich sorge jetzt erstmal hier für eine sichere Abwehr. Denn diese Schnorchel-Zombies können einem wirklich auf den Senkel gehen. Deshalb erstmal hier Walnüsse hin. Denn um die Zombies an sich, da kann man sich drum kümmern, wenn es dann soweit ist. So. Oh, zweimal reinbeißen. Lecker. Bam. Zerquetscht. Ups. So.
blub. Ui. Boah. Scheiß Zombie. So, um nochmal ganz kurz auf die neue Pflanze, also auf hier diesen Triplinator zurückzukommen. Es reichen zwei von denen auf dem Spielfeld, um das ganze Spielfeld hier abzudecken. Und zwar kommt einer hier hin und einer hier hin. Und dann hat man das ganze Spielfeld abgedeckt. Wie ihr seht, der schießt in drei Reihen, gibt damit einmal so einen Streuschuss ab. Die Teile sind wirklich gemein. Und da kommt mein Hass-Zombie. Ja, auf dich habe ich schon gewartet. Wie ihr seht, es wird nicht angegriffen. Denn das ist unter Wasser. Da kann man es nicht angreifen. Jetzt, in dem Moment, ist es verwundbar. Aber es ist nicht das einzige Zombie, was ich hasse, wie die Pest. Es gibt noch gut zwei, drei andere. Mindestens. Vor allem hier diese Pool-Level sind furchtbar. Naja. Das noch dahin. Und da kommt wieder so eins. Und auch noch einer, wie nett. War jetzt nicht beabsichtigt, dass hier der Kürbis einfach so mein Zombie zermatscht. Aber gut. Warum soll ich mich nur beklagen? Das hilft mir ja. So, jetzt das Ding. Tja, da schaffe ich keinen mehr hinzustellen. Schade. Naja. Und los geht's. Gemetzel! Und tschüss. Ah. Die Pflanze, muss ich sagen, die ist wirklich genial. Der Schlingtang. Den werde ich auch gleich direkt hier im Pool verteilen. Und das. Na, den eher nicht. Dafür den und den. So. Mist, jetzt habe ich keine Walnüsse. Dann muss ich irgendwas anderes Billiges nehmen, um die Sprungzombies auszunocken. Ich hoffe, das kriege ich hin. Wenn nicht, mache ich das Level normal. So, Schlingtank ist jetzt aufgeladen. Und da kommt der erste Zombie.
Stirb. Boah. Wenn man hier mal sieht, drei Wellen, drei große. Da geht die Post ab. So. So, jetzt ein paar kleine kurze Worte zum Schlingtang. Es ist leider auch ein Selbstmörder, sonst wäre er extremst. Und den pflanzt man einfach hier in den Pool und wartet. Und wie der funktioniert, sieht man ja dann gleich. Auf jeden Fall eine recht amüsante Art. Finde ich. Bräuchte noch, danke. Hier noch ein Schlingtang hin. Dann kann man sich nämlich die Verteidigung hier komplett sparen vorerst. Bis man die erste Welle soweit im Griff hat. Natürlich, zusätzliche Abwehr ist natürlich nie schlecht. Deshalb warte ich gerade noch auf eine Sonne. Achso, jetzt sieht man gleich, was der Schlingtang so anstellt mit dem Zombie. Blup. Weg ist es. Oh oh. Stirb! Stirb doch! Stirb! Danke. Mein Gott. Oh oh. Tja, jetzt habe ich meine komplette Landverteidigung aufgebaut, aber im Wasser nur Schlingtang. Was soll's? Da kommen zwei, drei, ja. Machen wir das mal so. Damit sollte die Welle hoffentlich erledigt sein. Da. Eingestampft. Jetzt habe ich da so ein kleines Opfer. Aber es funktioniert tatsächlich relativ gut ohne diese Walnüsse. Noch. Das kann man natürlich auch machen. Ich merke gerade, wie extrem meine Pflanzen hier beansprucht werden. So.
Tja, der wird abgesaufen. Es sei denn, ich verhindere es. Denn den Schlingentank will ich auf jeden Fall noch behalten. Denn der wird mir noch das Leben retten, garantiert. Da kommt Taucher. Der ist tot, der ist tot. Der ist sowas von tot. Ich hoffe, das reicht, um die Zombies fernzuhalten. Ach ja, so ein Matschkürbis trifft auch liebend gerne mal mehrere Zombies. Wenn sie denn günstig genug stehen. Okay, darum muss ich mir jetzt keinen Kopf mehr machen. Auch schön. Denn so eine Abwehr, da kommt so leicht nichts mehr durch. Habe ich ein Problem. Okay, Problem gelöst. So, das erste Zombie ist tot. Das zweite auch. Und was kriegen wir? Jetzt kannst du den Laden von Deppy Dave aufsuchen. Hey, du hast meinen Autoschlüssel gefunden. Weißt du, was das bedeutet? Deppy Daves Krimskrams-Laden hat wieder geöffnet. Ja, bestimmt. So, wir haben jetzt hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Einmal das Platzextra. 8 Pflanzen auswählen. Krimskrams zu Spottpreisen. Dann ein Poolreiniger. Ein Rechen, der 3 Level bleibt und genau da liegt, wo das erste Zombie praktisch reinmarschiert. Deshalb kaufe ich mir jetzt den Rechen und diese Doppelsonnenblume. Ist ein kleines Upgrade. Echt winzig und... Ja, pass auf die Schienenbeine auf. Da sehen wir die gegnerische Armee. Schrumpfzombies. Und wir sehen, hier liegt der Rechen. Das heißt, hier läuft das erste Zombie lang. Das heißt, hier muss ich mir keinen Kopf machen. Oh doch, da kommen 2. Tritt der ein oder trifft der 2?
Bam. Rums. Leider sind diese kleinen Zombies auch um einiges schneller. Deshalb räumt man die lieber so schnell wie möglich aus dem Weg. Wie man sieht... Kanone! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Jawohl. Oh, 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 nicht gut. Gar nicht gut. So eine anständige Kirschbombe wäre jetzt was Feines. Geht doch. Nein. Okay, die war verschwendet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich doof. So, erste Welle. Los geht's. Boah, ich muss sagen, das ist wirklich brutalst hier. Und da gehen die Zombies ins Wasser. Und ich schieß erstmal eine Kirschbombe. One-Hit hier. Oh Mann, das war blöd. Das wollte ich machen. Ah, da ist schon letzte Welle. Oh, da mampft noch was. Hat noch was gemampft. So. Die Welle wäre damit erledigt. Und wir kriegen die Jalapeno.